Alter, was geht ab, Leute? Direkt in der Früh, ein paar krasse Neuigkeiten. Aber zuerst habe ich zwei Shoutouts. Ich mache ja seit letztem Video, vorletztem, ein Shoutout an den Top-Kommentar, also fleißig kommentieren und liken. Der Top-Kommentar vom letzten Video ist von Daniel Kaufmann. Du hast deinen Shoutout vergessen. Habe ich in der Tat. Ich habe sogar dran gedacht und einen Screenshot gemacht und den Kommentar rausgesucht, aber ich habe vergessen, den mit reinzunehmen ins Video. Und zwar war der Top-Kommentar vom vorletzten Video von Sermantrix. Er schreibt: Dreifach Staub wäre schon geiler. Ja. Aber lieber zweifach als dreifach EP. Digga, was? Er schreibt lieber zweifach als dreifach EP. Das hat mich so geflasht. Das war der Top-Kommentar vom vorletzten Video. Aber jetzt zu den Neuigkeiten. Und zwar, gestern habe ich es hochgeladen. Gengar Day wird kommen, 3. November, 11 bis 14 Uhr. Und da war es noch nicht bekannt, dass Gengar eine krasse Attacke lernen wird. Deswegen war der Hype jetzt nicht so groß für den Gengar Day. Aber Gengar wird eine krasse Attacke lernen. Und zwar Lick, Schlecker. Und es soll gleichwertig mit Dunkelklaue sein. Dunkelklaue ist eben die krasse Legacy-Attacke, die Gengar nicht mehr lernen kann. Und Schlecker ist zwar ein bisschen schlechter, DPS-mäßig, macht weniger Schaden. Aber es lädt die Ladeattacke schneller auf und gleicht es somit wieder aus und auf jeden Fall besser als Hex momentan. Hex ist Bürde auf Deutsch. Also wird Gengar Day doch ziemlich interessant. Wie gesagt, checkt das andere Video nochmal ab, wenn ihr wissen wollt, wie man 15 freie Raid-Pässe bekommen kann für den Gengar Day. Und ein kleiner Hinweis: Alle Alpollo, die in der Zeit entwickelt werden, können die Attacke auch lernen. Und alle Gengar, die ihr Wild oder so fangen, die können die Attacke auch haben. TMs funktionieren aber leider nicht. Dann, es wurde auch der nächste Feldforschungsdurchbruch angekündigt. Und zwar ist es kein Legendärer, sondern Ninja Tom. Neues Pokémon aus Gen 3 noch, das ein bisschen noch gefehlt hat. Es ist dieses spezielle Pokémon, das entsteht, wenn ein Kader sich zu Ninjas entwickelt. Es ist diese Hülle, die abgestoßen wird und im Spiel nur 1 KP hat. Der wird jetzt kommen nächsten Monat. Ganzer Monat wird Thema Käfer sein. Dementsprechend auch Shiny Hoppy am Start. Okay. Und passend dazu kommt der Safari-Zone Taiwan Anfang November Shiny Pinsir. Also November wird Käfermonat. November wird krass. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Das war's auch schon wieder. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch auf den Gengar Day freut. Ansonsten, das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious Business.